Begin, begin, begun. To begin, 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 begun. To give, gave, given. To give, gave, given. I flew, flown to fly, I flew, flown to fly, I flew, flown. To eat, I ate, eaten. Besten Dank. Ah, 100 Gramm Sanektär und 100 Gramm Schaum. Heute ist Donnerstag. Entschuldigen Sie bitte. Bitte sehr. Smith. I am 32. I am 32. I am a postman. I am a postman. Und nun der ganze Satz. Sprechen Sie jetzt. My name is Victor Minard. I am 55 and I work as a professional killer. My wife is called Jane and Jeremy is my son. My wife is called... Halt die Schnauze. Ich liebe dich. Wer sind Sie denn? My name is Victor Minard. I'm 55 and I work as a professional killer. Would you like some tea? Wen haben wir denn da? Ich bin nur der Bote. Ich warte auf meine Quittung. Ich schwör's, ich habe nichts gesehen. Ich habe schon vergessen, wie Sie heißen. Vitamine! So hält man das aber nicht. Hä? So auf gar keinen Fall. Man hält es viel tiefer. Verzeihung? Sie halten das Messer ganz falsch.
Wenn man das jemandem so in den Bauch sticht, verletzt man sich selber dabei. Wenn Sie erlauben? Mit Vergnügen. Genau. So. Dahin, indem man das Körpergewicht nach vorn verlagert, flutscht rein wie Butter. Das Praktikum, das ich Ihnen anbieten möchte, geht über 6 Wochen und umfasst verschiedene Fächer. Zunächst einmal Schießausbildung, dann die blanke Waffe. Fachgerechter Umgang mit Sprengstoff, die 17 Methoden der Strangulation und die nicht nachweisbaren Gifte. Sie kommen zwar während dieses Kurses nicht in den Genuss von Sozialversicherungsleistungen, aber Sie bekommen Kost, Logis, saubere Wäsche und obendrein eine Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr, für 3 Zonen. Wenn Sie mich mit Ihren Leistungen überzeugen, führen Sie nach Ablauf des Praktikums Ihren ersten Auftrag aus, unter meiner Aufsicht. Und wenn die Prüfung zu meiner Zufriedenheit ausfällt, nehme ich unter Vertrag. Für die Dauer von 14 Jahren, und wenn die zu Ende sind, überlasse ich Ihnen als meinem Nachfolger mein Handwerkszeug und meinen Kundenstamm. Unsere Beziehung wird aufrichtig sein. Meine Haltung Ihnen gegenüber durchaus streng. Aber wenn es angebracht ist, lasse ich auch Zuneigung durchblicken. Beeilen wir uns, wir sind spät dran. Wo geht's denn hin? In ein Altersheim. Bringen wir alte Leute um? Nein, es ist leider ein wenig komplizierter. Ich habe gelesen, dass Männer, die zu lange bei ihren Müttern gelebt haben, zu einem gewissen Prozentsatz homosexuell werden. Victor. Du bist doch nicht zu einem gewissen Prozentsatz homosexuell geworden. Ich muss bald wieder gehen. Aber nimm doch noch so ein Baiser. Sie sind ganz köstlich und mal was anderes als sonst das Essen hier. Dieser Chefkoch ist ein Schaumschläger. Sie wissen doch genau, ich mag nichts Süßes. Ich muss jetzt gehen. Ich habe deinen Brief aus Japan mit dem Zeitungsartikel bekommen. Auf 40 Meter mit dem Schalldämpfer und das auf offener Straße. Das ist beachtlich. Dein Vater wäre stolz auf dich gewesen. Haben Sie vielen Dank. Am nächsten Donnerstag komme ich wieder. Für dich zum Geburtstag. Ich weiß nicht, ob wir uns vorher noch sehen. Sieh es dir an. Sie sind alle da drin. Vom ersten bis zum letzten. Vielen Dank, Mama. Und Handschuhe für den Winter habe ich dir gestreckt. Auf Wiedersehen, Mama. Aber ich habe ja auch ein Geschenk für Sie. Ich weiß nicht, ob die Hausordnung das gestattet. Ich müsste mal nachfragen. Du weißt doch genau, ich habe für Tiere nichts übrig. Aber das ist kein Tier, das ist ein Papagei. Sein Name ist Roger. Roger, der Papagei. Er ist sehr liebebedürftig. Ich liebe dich! Da hören Sie. Auf Wiedersehen, Maman. Ich liebe dich! Wiedersehen, Monsieur. Sie sind alle überglücklich. Der Koch hatte einen grauenhaften Unfall. Wie bitte? Sie haben ihn steif gefroren im Kühlraum gefunden. Das Geheimnis des gestohlenen Bildes. Ihre Zeitschrift, danke. Vielen Dank, Mademoiselle. Ein Petit Four? Aber nur eins. Aber nein, nein, das ist das Letzte, das möchte ich Ihnen nicht nehmen. Das Letzte? Wie ist das denn möglich? Bitte bedienen Sie sich. Wenn Sie darauf bestehen. Das Letzte ist immer das Beste. Verzeihung, Mama bezahlt die Rechnung. Ich habe kein Kleingeld mehr. Waren vereinbart. 900.000! 900.000 und aus dem Geschäft wird nichts! Bitte, von mir aus, wenn Sie es so wollen. Ich behalte es.
Ist ja gut. Nicht böse werden, kein Grund, auf die Palme zu gehen. Das war nur ein Versuch. Perfekt. 100%ig echt. Wunderbar, Mademoiselle. Barnabé, der Koffer. Bitte sehr, 800.000. 900.000 waren vereinbart. 800.000 waren vereinbart. 900.000. 800.000. 900.000. 800. 900. 800. 900. 8. 9. Okay, 900.000. 900 oder aus dem Geschäft wird nichts. Verzeihung? Bitte, von mir aus? Wenn Sie es so wollen, ich behalte es. Mademoiselle, die 900.000 habe ich akzeptiert und jetzt möchte ich das Bild. 1 Million. Was redet sie da? Dreht sie durch oder was? Sie wollen es nicht anders. Ich behalte es. Oh! Mademoiselle, hören Sie, ich bin kein Gangster. Doch ich war über 10 Jahre im Immobiliengeschäft. Ich schrecke von nichts zurück. Dann machen Sie sich auf eine Enttäuschung gefasst. Barnabé, Manu. Sie geben mir jetzt das Bild, Mademoiselle. Hey, kein Grund, auf die Palme zu gehen. Das war doch bloß ein Versuch. Barnabé. Manu, du folgst ihr und findest möglichst viel über sie heraus. Name, Adresse und so weiter. Lieber kleiner Pierrot, selbst ohne dich hätte ich es gekauft. Weißt du, warum, du wandelndes Mikroskop? Meine Spürnase. Sie haben da einen Fleck auf der Nase. Es ist eine Fälschung. Eine Fälschung? Es ist eine Fälschung! Und dazu noch nicht mal eine gute. Wenn Sie mal einen Blick auf das Ocker werfen, merkt man... Halt sofort die Schnauze! Was machen wir nun, Chef? Was wir machen? Such mir ein Telefon. Regel Nummer 1. Ich kenne meinen Auftraggeber nicht persönlich und mein Auftraggeber kennt mich nicht. Regel Nummer 2. Ich wechsle jeden Tag die Telefonzelle. Regel Nummer 3. Ich vergesse niemals, auf keinen Fall, meine Telefonzelle zu reservieren. Und die Regel Nummer 4 lautet, unter allen Umständen komme ich absolut pünktlich. Vorwärts, gehen Sie rein. Also bitte, junger Mann, das wird unsere erste Zusammenarbeit. Noch 3 Kopien? Wozu die vielen Fälschungen? Aber was denn, Girard? Das geht doch nur mich was an. Ganz egal, was Sie tun, überspannen Sie den Bogen nicht. Was soll mir schon passieren?